Alarmstufe Rot in der Erziehung. Helikoptereltern zerstören die Zukunft ihrer Kinder. Kein Mut, kein Selbstvertrauen und völlige Abhängigkeit. Dieter Nuhr deckt auf, warum unsere Kinder ohne eigene Stärke ins Leben starten. Ist die Zukunft schon verloren? Können sie überhaupt noch gerettet werden? Oder ist es längst zu spät? Und das hier kann man genauso auf andere Menschen übertragen, die betreutes Denken haben. Heute sind die Eltern völlig paranoid, die lassen die Kinder keinen Schritt mehr allein, die fahren mit dem Auto in die Schulklasse rein, damit die Kinder nicht über den bösen Schulhof müssen, wo ja immer so gemobbt wird. Das gab's ja früher gar nicht, ne? Mobbing gab es nicht. Früher wurde gehänselt. Da rief einer, ey, fette Sau. Und dann wusste man, ah, bin ich wohl zu dick. Und dann konnte man abnehmen. Nee, so war das früher. Heute ruft einer, ey, fette Sau, da wird der Schulbetrieb unterbrochen. Das Lehrerkollegium versammelt sich. Die Eltern werden in die Schule gebeten. Und dann sagt man dem Kind, nein, du bist nicht dick, so eine Tonne backen wie ein Schweinehintern. Ja? Du bist nicht dick. Du bist nicht dick, nein. Du hast schwere Knochen, ja. Was für ein Scheißdreck. Wenn Ihr Kind beim Aufstehen seismische Erschütterungen verbreitet, sagen Sie ihm nicht, du bist nicht dick. Ihr Kind weiß, dass es dick ist. Es sei denn, es ist auch noch blöd. Dann können Sie es versuchen. Aber das sind alles keine Schulprobleme. Die Eltern haben einen Vogel. Das kann die Schule doch nicht ändern. Ja? Erklären Sie mal diesen Helikoptereltern, dass ihre Kinder lernen müssen, ihre Konflikte ohne elterliche Hilfe zu lösen. Da drehen die durch. Das ist doch kein Wunder, dass sie mit 27 immer noch zu blöd sind und unselbstständig und zu Hause wohnen, sich kein Butterbrot schmieren können, weil die Mutter immer noch in der Küche immer daneben steht und ruft, nicht das Messer, nicht das Messer. Weil Eltern heute offenbar nicht mehr begreifen, dass Kinder die wichtigsten Erfahrungen selber machen, indem sie auf die Fresse fallen und wieder aufstehen. Beim Fahrrad, ja. Und bitte, das ist nicht schön mit Anzug, aber Kinder müssen einfach mal auch mit dem Fahrrad über den Lenker absteigen. Und dann mit der Nase bremsen, da lernt man über Reibung und Massenträgheit mehr als in Physik. Ja, und da ist, ja, und da. Und was das angeht, da ist die Zukunft unserer Bildung düster. Kinder lernen immer weniger aus der Natur oder aus körperlicher Erfahrung, weil sie nur noch auf Bildschirme glotzen. Und die sollen jetzt auch noch in die Schule einziehen. Herzlichen Glückwunsch. Ich fände es schön, wenn man mit der Klasse einfach mal wieder in den Wald gehen würde. Aber erstens kennt sich der Lehrer da nicht aus. Zweitens beschweren sich die Eltern, dass sich die Kinder im Wald erkälten und mit dreckigen Schuhen nach Hause kommen. Und drittens glauben Eltern, im Wald sei es gefährlich. Das sind die Räuber. Und so ein Baum kann umfallen. Und im Wald sind Zecken und da ist der Fuchsbandwurm, der Wolf und Wildschweine. Wer ist heute noch in der Lage, einen Hinkelstein auf die Viecher zu werfen? Deswegen fahren die Eltern die Kinder lieber im sicheren Auto herum. Kinder sind es heute gewöhnt, 24 Stunden lang am Tag Personal zur Verfügung zu haben. Und wenn die dann nicht selbstständig werden, ja, das, ja, bitte. Und wenn die Kinder dann nicht selbstständig werden, das kann man doch nicht dem Schulsystem vorwerfen. Ja, die Insassen unserer Bildungsanstalten sind verhaltensgestört. Aber schon vor der Einschulung, beziehungsweise nein, bitte, nicht gestört, natürlich nicht gestört. Gestört sagt man ja auch nicht mehr. Zumindest da, wo ich herkomme, Nordrhein-Westfalen, da wurde irgendwann der Begriff der Störung abgeschafft. Es gibt jetzt keine verhaltensgestörten Kinder mehr, weil der Begriff nicht mehr verwendet wird. Ist das nicht herrlich? Das Wort ist weg, das Problem ist weg. Super. Dieter Nuhr bringt es auf den Punkt. Diese übervorsichtige Helikoptererziehung nimmt unseren Kindern jede Möglichkeit, selbstständig zu wachsen. Früher gab es auch Konflikte und Hänseleien, aber wir haben daraus gelernt und Stärke entwickelt. Heute wird jeder Vorfall dramatisiert, Eltern springen sofort ein und die Kinder wachsen in einer Wattewelt auf. Ich finde, es ist höchste Zeit, dass wir wieder den Mut haben,
unsere Kinder eigene Erfahrungen machen zu lassen, auch wenn das bedeutet, dass sie mal hinfallen. Nur so lernen sie fürs Leben. Und einige Erwachsene sollten das Gleiche tun. Sie sollten auch endlich mal selber darüber nachdenken und selber handeln und nicht von anderen sich was vorschreiben lassen und das zu tun, was andere sagen, sondern das, was für sie am besten ist. In der schulischen Pädagogik heißen die früher verhaltensgestörten Kinder jetzt, und das ist kein Scherz, die früher verhaltensgestörten Kinder heißen jetzt verhaltensoriginell. Ja, damit das nicht so schlimm klingt. Ja, die stehen am Schulhof, drücken dem anderen den offenen Füller ins Auge und der Lehrer steht daneben und sagt, wie originell. Ja, man. Man muss es nur positiv benennen, dann ist alles kein Problem mehr. Man sagt ja zum Beispiel auch nicht mehr behindert, sondern man sagt besonders, das sind besondere Kinder. Ich fand Behinderung als Wort eigentlich immer ganz zutreffend, einfach weil es das Ärgerliche an einer Behinderung ist, dass sie einen im Alltag behindert. Ja, wenn man Stufen nicht hochkommt, das ist eine Behinderung. Kein Behinderter steht mit dem Rollstuhl vor der Treppe und sagt, oh, was Besonderes. Oder man sagt Menschen mit Dysfunktionalitäten. Das finde ich persönlich schlimm, weil die griechische Vorsilbe dys bedeutet schlecht, also schlecht funktioniert. Ja, das finde ich abwertend. Ja, ein Auto zum Beispiel, das nicht mehr fährt, ist auch nicht dysfunktional. Es fährt originell, es fährt besonders. Ja. Extrem langsam, es ist energetisch, kinetisch benachteiligt, nicht sichtbar funktionierend, kryptofunktional. Oder wie man im Volksmund sagt, im Arsch. Das kann man aushalten, das geht. Und man sagt auch nicht mehr doof wie eine Bodendiele, sondern bildungsfern. Das finde ich auch einen schönen Begriff. Bildungsferne ist für so jemand, der bildungsfern ist, ist die Bildung einfach, die ist weiter weg. Das ist kein geistiges Problem, sondern ein geografisches. Erkenntnis ist weiter entfernt. Statt Erkenntnis quasi erkennt nichts. Fern ist die Erkenntnis, die übrigens altgriechisch Episteme heißt und fern heißt Tele. Bildungsferne könnte man in Zukunft als Teleepistemiker bezeichnen. Das finde ich, das klingt gut. Das klingt nach Astronaut statt nach Idiot. Ja. Und bei den allerbeklopptesten Kindern, bei denen vermutet man Hochbegabung. Weil die meisten Eltern indessen glauben, wenn einer noch im vierten Schuljahr in die Hose macht, dann ist das ein sicheres Zeichen für Hochbegabung. Ja, das kann man so sehen. Der hat dann eine überdurchschnittliche Begabung im Hosenscheißen. Bitte, das geht an alle Eltern, die ihr Kind für überdurchschnittlich begabt halten. Nein, er kackt in die Hose, das ist alles. Ja, dann glauben die Eltern, die Schule ist schuld, dass er noch nicht den Nobelpreis im Hosenkacken bekommen hat, weil keiner so perfekt in die Hosen macht wie der kleine Jakob, der kleine Hosenscheißer. Ja. Andere Kinder haben andere Begabungen. Der kleine Maximilian, der noch nie im Leben Danke gesagt hat und alle anspuckt, der ist sicher auch hochbegabt, natürlich. Ja. Und ja, das ist dann auch für den Lehrer eine harte Prüfung, weil der ja nicht sagen darf, was er weiß. Nee, der darf ja nicht sagen, hören Sie mal, wenn Sie Glück haben, findet Ihr verzogenes Blatt mit 14 eine Lehrstelle als Roggenbrot. Das darf der nicht sagen. Dann gehen die Eltern zum Rechtsanwalt. Nee. Eltern sind das Problem. Beim Elternabend wird doch schon mal ein Stündchen diskutiert, ob die Kinder allein aufs Klo dürfen. Vor allem, wenn das Klo mehr als 30 Meter vom Klassenraum entfernt ist. Weil dann natürlich der Kinderschänder wartet. Wer sonst? Nee. Und dann sagen die Mütter, ja, mein Kind soll nicht so weit alleine gehen. Im Winter, da ist doch dunkel, da hat er Angst. Ich denke dann auf meine Fresse, der ist jetzt 19. Lass das Kind in Ruhe. Das gibt's doch nicht. Dieter Nuhr hat absolut recht. Wir müssen Kindern wieder Raum geben, Fehler zu machen und aus ihnen zu lernen. Helikopterelternschaft schadet mehr, als sie nützt. Und genau darüber sollten wir alle mal nachdenken. Natürlich hat Dieter Nuhr hier nicht nur die Kinder gemeint, sondern hat hier durch die Blume gesprochen und meint das auch, dass das für Erwachsene zählt. Was denkt ihr darüber? Schreibt es mir einfach mal unten in die Kommentare rein. Wenn auch euch das Video gefallen hat,
abonniert den Kanal und lasst mir ein Like da. Teilt mein Video mit euren Freunden und Familie. Ansonsten bis zum nächsten Video, euer Patrick. Ciao, ciao.